Den richtigen Kaufpreis eines Mehrfamilienhauses ermitteln. Darum geht es in diesem Video und damit sind wir bei Teil 2 unserer dreiteiligen Videoserie zum Thema Mehrfamilienhaus kalkulieren und berechnen. Im heutigen Video geht es um den Kaufpreis und welche Kennzahlen ich brauche, um den richtigen Preis zu ermitteln. Im letzten Video haben wir eine Cashflow-Rechnung aufgemacht für ein Mehrfamilienhaus und in diesem Video, wie gesagt, berechnen wir einen Kaufpreis. Damit herzlich willkommen bei SurfJam Live in a Van. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen die finanzielle Freiheit erreichen, ein selbstbestimmtes Leben führen und wenn du das auch möchtest, dann abonniere am besten diesen Kanal. Ja, um den Kaufpreis eines Mehrfamilienhauses zu berechnen, brauche ich ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Die wichtigsten habe ich hier mal aufgeschlüsselt. Also ich muss erstens wissen, wie viel Mieteinnahmen generiert das Haus zum Zeitpunkt des Kaufes oder des Kaufinteresses. Wie groß ist die vermietbare Wohnfläche? Was ist der Mietpreis? Und was ist der Marktfaktor? Das sind Kennzahlen, die mir helfen, jetzt den richtigen Kaufpreis zu finden. Gehen wir die einzelnen nochmal im Detail durch. Die Mieteinnahmen habe ich jetzt mal 24.000 Euro pro Jahr angesetzt. Das ist die Zahl aus dem letzten Video. Mit den Zahlen arbeiten wir jetzt für diese Videoserie. Das heißt, das macht monatlich eine Mieteinnahme von 2.000 Euro. Wir haben eine vermietbare Wohnfläche angenommen von 400 Quadratmetern. Das heißt, wir haben zum Zeitpunkt des Verkaufes einen Mietpreis von 5 Euro den Quadratmeter. 2.000 Euro pro Monat durch 400 ergibt 5 Euro den Quadratmeter. Jetzt kommt eine Kennzahl dazu, die wichtig ist zu wissen, und zwar den Marktfaktor. Der Marktfaktor ist letztendlich das Ergebnis, wie oft ich eine Jahresnetto-Kaltmiete erzielen muss, um den Kaufpreis abzuzahlen. Das ist eine Kenngröße, eine Bezugsgröße, die je nach Zentrum, Zielmarkt auch unterschiedlich ist. Also in großen Ballungszentren wie zum Beispiel Berlin, da haben wir durchaus Marktfaktoren von 30 oder noch mehr. Also ich muss 30 Mal die Jahresmiete erzielen, um die Immobilie letztendlich abzuzahlen, weil die Preise da so hoch sind. Gesund ist ein Marktfaktor sicherlich irgendwas von 15 bis 20 Jahre letztendlich. Also Marktfaktor drückt immer die Anzahl der Jahre aus, wie lange ich brauche, wie gesagt, um mit einer Jahresmiete ein Haus abzuzahlen. Und ja, 15 bis 20 Jahre sind gesund. Man kann diesen Marktfaktor aber auch erfragen bei der zuständigen Kommune oder der Stadtverwaltung, wie auch immer, oder einfach Vergleichszahlen sich ermitteln auf ImmoScout, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, wie der Marktfaktor in der jeweiligen Region, in der jeweiligen Zielmarkt letztendlich auch ist. Je weniger, je besser, ist klar, weil je weniger Marktfaktor ich habe, desto schneller habe ich meine Immobilie abbezahlt. Je mehr, desto länger dauert es. Wir sind in einem Immobilienboom, von daher ist ein Marktfaktor von um die 20, finde ich, also würde ich jetzt erstmal so auch als okay und positiv einschätzen. Wenn es darüber hinausgeht, muss man ein bisschen gucken, was die Immobilie sonst für Potenziale hat oder wo man einfach gucken muss, dass das einen höheren Marktfaktor rechtfertigt. Wir gehen jetzt in unserer Rechnung von einem Marktfaktor von 20 aus. Also das sind die Eckdaten. Mieteinnahmen 24.000 Euro pro Jahr, macht 2.000 Euro pro Monat. Wir haben eine vermietbare Wohnfläche von 400 Quadratmetern. Das ergibt einen Mietpreis von 5 Euro den Quadratmeter und wir haben einen Marktfaktor von 20 in unserem Rechenbeispiel. So, um wieder freie Fläche zu haben, habe ich hier mal gewischt und die Eckdaten hier oben klein nochmal aufgeschrieben. Also Mieteinnahmen hatten wir gesagt, 24.000 Euro pro Jahr, 2.000 pro Monat, Wohnfläche 400 Quadratmeter, Mietpreis 5 Euro den Quadratmeter, Marktfaktor 20. So, um jetzt einen Preis zu ermitteln, müsste ich ja theoretisch, habe ich ja eben gesagt, eigentlich nur die 24.000 Euro mal Marktfaktor 20 nehmen. Machen wir das doch mal eben schnell. Also, was könnte ein Kaufpreis sein? Wir haben die 24.000 Euro Jahresmieteinnahmen mal einen Marktfaktor 20, haben wir eine Zahl von 480.000 Euro.
Es könnte so einfach sein. Sicherlich wird das eine Methode, mit der man jetzt einen Kaufpreis ermitteln könnte. Aber wir wollen ja mögliche Potenziale der Immobilie entdecken und vielleicht entwickeln. Wir wollen auch Sanierungskosten mit integrieren, die wir haben. Das heißt, wir wagen mit unserer Kaufpreisberechnung auch einen Blick in die Zukunft. Und diesen Blick in die Zukunft wollen wir irgendwie auch kalkulieren. Und dann anhand dessen einen genaueren, einen gerechteren, einen für uns besseren Kaufpreis für die Immobilie ermitteln. Und das machen wir jetzt mal. Das erste Ziel ist also, einen Wert dieser Immobilie zu ermitteln, was sie in 10 Jahren wert sein könnte, wenn wir sie vielleicht wieder verkaufen wollen. Also die Frage ist, was ist der Wert in 10 Jahren? Wir haben im letzten Video bei der Cashflow-Berechnung schon die Cashflow-Berechnung für die nächsten 10 Jahre hochgerechnet und wollen das jetzt für den Kaufpreis nochmal wiederholen, allerdings mit anderen Zahlen und anderen Eckdaten. Wir haben gesagt, wir haben einen Mietpreis von 5 Euro aktuell und nehmen wir mal an, wir haben vielleicht einen Mietspiegel von 6 Euro in der Region. Wir haben einen Mietspiegel, also der Mietspiegel ist etwas, was von den Kommunen, von den Ämtern rausgegeben wird, was ja eine Orientierung bietet, was der Mietspiegel ist. Wir haben aber immer auch eine ortsübliche Vergleichsmiete. Das heißt, was wird reell tatsächlich erzielt am Wohnungsmarkt? Und diese ortsübliche Vergleichsmiete kann man am besten ermitteln, indem man einfach auf ImmoScout geht und dort mal ein paar Wohnungen sucht und guckt, wie hoch die tatsächlich, also für wie viel Quadratmeterpreis die tatsächlich vermietet werden. Das liegt meistens und öfters auch ein bisschen höher. Wir nehmen mal an, wir haben hier eine Zielmiete, die wir erreichen wollen. Oder eine Vergleichsmiete von 7,50 Euro. Also 7,50 Euro ist eine ortsübliche Vergleichsmiete, die wir ermittelt haben auf ImmoScout oder sonst wie und die wir sozusagen erzielen möchten in den nächsten 10 Jahren und wo wir uns hin entwickeln wollen. Also wir wollen wegkommen von 5 Euro Mietpreis, sondern wir wollen das Haus entwickeln mit einer durchschnittlichen Mietpreis, mit einem durchschnittlichen Mietpreis von 7,50 Euro den Quadratmeter. Jetzt hängt es ein bisschen davon ab, ist diese Immobilie voll vermietet? Denn das heißt, wenn die Immobilie voll vermietet ist, ich kann diese Mietpreise nur Schritt für Schritt anheben, immer alle 3 Jahre. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine längerfristige Strategie. Ist die Immobilie nicht vermietet, hat einen hohen Leerstand oder steht vielleicht sogar komplett leer, dann geht die Mietanpassung ein bisschen schneller, weil dann kann ich sofort, wenn ich sie neu vermiete, gleich den höheren Mietpreis ansetzen, wenn ich sie vorher noch renoviert und entwickelt habe vielleicht. Das heißt, voll vermietete Immobilie bedeutet eigentlich letztendlich immer, ich muss mir 10 Jahre lang Zeit nehmen. Und eine leerstehende Immobilie bedeutet, ich kann relativ schnell den Mietpreis anpassen auf die ortsübliche Vergleichsmiete. So, das Board wieder clean. Den Zielmietpreis habe ich hier oben klein hingeschrieben, damit wir die Zahlen immer auch so ein bisschen im Blick haben. Papiersparen dabei, deswegen immer schön wieder sauber wischen, das Whiteboard. So, und jetzt würde ich im ersten Schritt mal einen Preis ermitteln für in 10 Jahren. Also, wir nehmen einen jetzt neuen Mietpreis von 7,50 Euro mal 400 Quadratmeter, unsere Wohnfläche. Haben wir eine monatliche Miete schon mal von 3.000 Euro. Das nehmen wir mal 12. Das heißt, wir kommen dann auf eine Jahresmiete von 36.000 Euro und dann wieder mal unseren Marktfaktor von 20 Jahre mal 20. Das heißt, wir kommen dann auf eine Summe Wert in 10 Jahren, hatten wir gesagt. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Summe stehen von 720.000 Euro. So, das ist jetzt die Summe, die sich aus einer Mietanpassung ergibt, einer höheren Jahresmiete und einem Marktfaktor 20.
Jetzt nehmen wir an, ist jetzt ein Beispiel. Ein Beispiel, mit dem wir arbeiten können. Wir hätten vielleicht jetzt noch einen Dachboden in diesem Wohnhaus, in diesem Haus mit 50 Quadratmeter, der leer steht, den wir ausbauen könnten. 50 Quadratmeter, auch diesen Faktor müssen wir mit integrieren. Das heißt, ich schreibe hier mal oben hin, Dachboden 50 Quadratmeter. Auch das müssen wir als Wert einpreisen. 50 Quadratmeter mal 7,5 Euro Miete sind 375 Euro Miete, die wir mit einem potenziellen ausgebauten Dachboden erzielen können. Pro Monat mal 12 das Ganze und dann natürlich auch wieder mal 20, den Marktfaktor. Das heißt, wir müssen hier für einen potenziellen Dachboden auf den Kaufpreis nochmal einen Wert von 90.000 Euro draufschlagen. Also die Rechnung ist klar, 50 Quadratmeter mal 7,50 Euro mal 12 mal 20er Marktfaktor. Das ist die Rechnung dahinter. Okay? So ist der ausgebaute Dachboden, der dann natürlich eine vermietbare Fläche dann auch darstellt, eingepreist. So, das heißt, wir haben jetzt hier eine Summe von 810.000 Euro, die das Haus in 10 Jahren theoretisch wert sein könnte. Jetzt müssen wir natürlich auch noch ein paar Kosten abziehen. Also hier haben wir Potenziale, ne, da mache ich mal ein Plus davor. Und hier müssen wir jetzt natürlich noch ein paar Kosten abziehen von diesen 810.000 Euro. Da haben wir zuerst mal die Kaufnebenkosten. Kaufnebenkosten, also Grunderwerbsteuer, Notar, Grundbucheintrag und so weiter, sind in der Regel 10-12%, heutzutage eher 12. Gehen wir das mal kurz ein, minus 12%, das sind also 97.200 an Kaufnebenkosten, die wir abziehen müssen. Sind wir bei 712.000, kurze Zwischensumme machen wir mal hier, 712.800 Euro. So, jetzt müssen wir natürlich auch irgendwie noch die Renovierung des Dachbodens auch noch einpreisen, weil wenn wir auf der einen Seite hier natürlich das Potenzial schon in 10 Jahren mit anheben, müssen wir zum Kaufpreis heute natürlich die Renovierungskosten mit einpreisen. Und die würde ich jetzt mal mit 50.000 Euro ansetzen. Also minus ist ja keine Renovierung, ist ja Ausbau. Keine Renovierung, ist was anderes. Ausbau minus 50.000 Euro. Sind wir bei einer Zwischensumme von 662.000 Euro. Für den Dachgeschossausbau, die Unkosten, die wir haben. So, jetzt haben wir festgestellt bei der Besichtigung des Hauses, dass das Dach oder die Heizung oder dass es noch Dinge gibt, die saniert werden müssen, die ebenfalls den Kaufpreis natürlich schmälern an der Stelle. Also hier machen wir noch einen Posten Sanierung dazu. Und nehmen wir mal an, es ist eine neue Heizung fällig, die mit 30.000 Euro zugute schlägt. Das heißt, wir haben letztendlich hier eine Summe von 632.000 Euro an Wert, den wir jetzt mit Potenzialen und Sanierung und Kosten eingepreist haben. Eine Wertermittlung von 632.000 Euro, die diese Immobilie unter Berücksichtigung der Potenziale, die wir heben, unter Berücksichtigung der Sanierungskosten einpreisen würden. Das ist jetzt unsere Endsumme, unsere ermittelte Zahl. So, im letzten Schritt geht es jetzt natürlich darum, aus diesem Wert, diesem möglichen Wert der Immobilie in 10 Jahren, einen heutigen Kaufpreis zu ermitteln.
Und zwar einen Kaufpreis zu ermitteln, der ein Risiko einpreist, nämlich das Risiko, dass dieses Szenario im Laufe der nächsten 10 Jahre anders kommt, als ich es vorhergesagt habe oder als ich es berechnet habe. Und natürlich dementsprechend auch eine gewisse Gewinnmarge für mich einpreist. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen Kartenlesen, auch ein bisschen Verhandlungsgeschick mit dem Makler oder mit dem Eigentümer. Aber ich würde hier mal so eine Kaufsumme von, also ich notiere mal Kaufsumme von irgendwas bei 500 bis 550.000 Euro ansetzen, versuchen durchzukommen mit so einem Kaufpreis. Ich denke, das ist realistisch. Da hat man ein bisschen Spiel, ein bisschen Risikominimierung mit drin, eine Gewinnmarge mit drin und damit würde ich versuchen, dieses Haus quasi zu kaufen. Ja, wir sind schon am Ende von Video 2 angekommen und wie du siehst, wenn du das Video von letzter Woche gesehen hast, da sind wir von einem Kaufpreis von 500.000 Euro ausgegangen in der Cashflow-Rechnung. Sinnvollerweise macht man erst eine Kaufpreisberechnung und dann eine Cashflow-Rechnung, habe ich jetzt umgekehrt gemacht, aber wenn du dieses Video jetzt siehst, dann weißt du, dass du das einfach anders sortieren musst. 500.000 Euro sind für diese Immobilie ein guter Kaufpreis, ein zu erzielender Kaufpreis. Und damit danke fürs Zuschauen. Im nächsten Video schauen wir uns dann den letzten Preis noch an, die letzte Zahl, nämlich für wie viel ich das Ganze dann auch tatsächlich verkaufen kann in 10 Jahren. Da bauen wir darauf auf diesen Zahlen, die wir heute hier haben. Und das wird nochmal spannend im letzten und dritten Teil dieser kurzen Videoserie Berechnung eines Mehrfamilienhauses. Ich hoffe, es war was dabei für dich. Wie immer Daumen und Kommentare. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Volker Vorndamme, over and out. Surf Jam, live in a van. Bis nächste Woche.